Hallo mal wieder. Der Regina habe ich zu verdanken, dass mir jetzt seit langem mal wieder ein Licht aufgegangen ist. Und daran möchte ich euch jetzt teilhaben lassen. Ich habe die Regina überredet, Lampentester zu spielen. Und sie hat eingewilligt. Und das ist jetzt dabei rausgekommen als Meisterwerk sozusagen. Zwei Lampen hat sie schon. Hier, ich verlinke dann mal den Sail Earbob-Kanal. Da habe ich meine ganzen Produkte hochgeladen, die ich so in der ganzen Zeit gebastelt habe. Und wenn ihr Interesse habt, mich einfach anschreiben auf der E-Mail-Adresse, die hier unten drunter steht, und macht eine Preisanfrage und dann werden wir uns schon irgendwie einig. So, zurück zu dem hier. Es geht darum, ich habe ihr gesagt, dass wenn eine LED-Lampe mit einer REMF-Schaltung angesteuert wird, dann flackern die LEDs. Ich meine, die flackern ja sowieso mit jeder normalen LED-Ansteuerung. Da wird dann niemals normale Gleichspannung drauf gehauen. Das ist ja immer gepulste Energie, die da drauf kommt und halt immer mit einem gleichen Takt. So, und gleicher Takt ist eigentlich meines Wissens nicht gerade gut für Lebewesen, wenn da immer dasselbe, exakt dasselbe, im selben Takt das drauf gehauen wird. Und durch die REMF-Charge-Schaltung habe ich mitbekommen, dass die dynamisch schwingt. Also nicht ganz dynamisch, die hat dann auch ihren Toleranzbereich, den sie dann nicht verlässt, aber in dem Bereich ist sie schon beeinflussbar von äußeren Magnetfeldern. Ne? Das heißt, die ist mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, wie wenn man, ich stelle mir das immer so vor, wenn man im Wald läuft und dann über einen die Blätter rauschen, ne? Dann lassen sie das Licht mal durch und das Licht mal nicht durch und das in unregelmäßigen Abständen. Ja, und mit dem Hintergrund habe ich dann so eine REMF-Charger-Schaltung einfach mal in so eine Lampe eingebaut. Hier seht ihr mal die Lampe auseinandergenommen. Die inneren zwei LED-Streifen sind die originalen LED-Streifen, die die Lampe hat. Die ist mit 60 Watt ausgewiesen. Das sind vier separate Stripes sozusagen, also vier LED-Streifen, Stränge, die da angesteuert werden. Und da wird ein so ein Strang mit 115 Volt und 150 Milliampere angesteuert. Kommt man dann summa summarum nach meiner Rechnung auf 60 Watt ungefähr. So, und diese galt es jetzt effizienter zu machen und auch ein bisschen schöneres Farbspektrum mit reinzubekommen, dass wir dem natürlichen Sonnenlicht etwas näher kommen. Ja, da ist ja nicht nur dieses weiße und warmweiße Licht dabei, sondern auch noch ein bisschen UV-Anteil und ein bisschen Infrarot-Anteil und auch noch ein paar Farben dazwischen. Das hier ist jetzt so eine REMF-Charger-Schaltung, die da noch mit eingebaut worden ist. Und die REMF-Charger-Schaltung hängt jetzt praktisch an den bunten LEDs, die ich zusätzlich oben und unten als Reihe eingebaut habe. Hier seht ihr es nochmal. So, und jetzt war die Kunst gewesen, bei der REMF-Charger-Schaltung eigentlich nur den richtigen Vorwiderstand zu finden. Das ist dieses Ding hier, was jetzt dieses linke Beinchen vom Transistor mit dem Triggerdraht von eurem Ferritkern verbindet. Und wenn man da ein bisschen rumspielt, kann man es eigentlich so einstellen, dass die LEDs richtig schön hell da sind, aber weniger ziehen. Ich hatte mal einen Vergleich gemacht, also so ungefähr 90% Helligkeit haben sie, aber ziehen nur noch 60% an Strom. Und mit dem kleinen Gimmick, dass die Frequenz durch diesen Ferritring, der sich hier immer selbst triggert, etwas dynamisch eben wirkt. Je nachdem, welche Magnetfelder außenrum sind oder was weiß ich. Hat man dann mal den richtigen Vorwiderstand gefunden, kann es passieren, so wie es jetzt hier bei dem Ding ist, dass sich die REMF-Charger-Schaltung aufschwingt mit der Zeit. Und man kann das hören, man kann das auch messen sozusagen, aber sehen wäre auch mal ganz toll. Und das habe ich jetzt dank der Regina endlich mal geschafft und das möchte ich euch jetzt auch zeigen, weil mich hat es wieder voll geflasht, was mit zwei LED-Leisten und einer REMF-Charger-Schaltung alles möglich ist. Also ich erinnere euch, eigentlich habe ich nur auf die Seite eine Leiste bunte LEDs dazu gebaut und auf die Seite hier eine Leiste bunte LEDs dazu gebaut. So, und was das jetzt machen kann, das zeige ich euch mal jetzt. So, ihr seid live dabei. Ich hoffe, jetzt dauert es nicht wieder 6 Minuten wie vorhin, weil vorhin hat es 6 Minuten gedauert, ehe ich eingeschwungen habe. Okay, genug geschnackt, auf geht's. So. Und wie ihr seht, seht ihr, dass sich die LEDs bewegen. Also
Mit der Kamera jedenfalls zumindest. Mit bloßem Auge sieht man gar nichts. Ne? Mit bloßem Auge sieht man die bunten LEDs ein bisschen leuchten und das weiße Licht vorwiegend. Aber so wie hier auf der Kamera kann man es mit bloßem Auge nicht betrachten. Ne? Und das schwingt jetzt um dieses ganze Teil rundherum sozusagen. Mal gucken, ob wir es von hier drüben auch noch ein bisschen hinkriegen. Ne? Ja, und das wird jetzt immer schneller und schneller. Ich hoffe mal wirklich nicht, dass es 6 Minuten dauert. Es kommt darauf an, wie lange man wartet, nachdem er das letzte Mal die Lampe ausgeschalten hat. Irgendwie scheint es, dass die RMF-Charge-Schaltung nämlich nachschwingt. Schaltet man sie ein, also 10 Sekunden, nachdem man sie ausgeschalten hat, wieder ein, dann kann man dieses ganze Hochfahren überbrücken. Und letztlich, sie das letzte Mal dann über ein paar Stunden ausgelassen habe, hat es wie gesagt über 6 Minuten gedauert, ehe sie sich wieder richtig eingeschwungen hat. Ich glaube, 1 Minute haben wir jetzt schon rum. Ich höre mal auf mit Quatschen und lass es mal ein bisschen psychedelisch wirken. So sieht es übrigens aus, wenn man weiter weggeht. Also ja, sieht auch ungefähr so aus, wie wenn man es mit bloßem Auge sieht. Mit bloßem Auge sieht man ein ganz kleines bisschen die Farben noch am Rand, aber im Grunde schon so ungefähr wie jetzt hier auf dem Video. Und erst wenn man hier näher rangeht mit der Kamera, kann man sehen, dass die sich irgendwie zu drehen scheinen. Wer da mal irgendwie eine logische Erklärung für mich hätte, wäre ich mal dankbar. Warum das jetzt so aussieht, als ob hier drinnen sich bewegen, also dass hier drin LEDs sind, die sich bewegen. Aber ich glaube, es wird schon schneller, ne? Okay. Kann es ja nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, 2 Minuten warten wir jetzt schon. So kurz vorm Ende sieht es immer am interessantesten aus. Ja, irgendwie scheint es schon so zu sein, als ob hier, also die ganzen LEDs sind ja alle in Reihe geschalten. Ne? Diese Seite ist komplett in Reihe und dann ist diese linke Seite mit der rechten Seite auch nochmal in Reihe geschalten. Das sind so, wie viele LEDs sind es denn ungefähr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ungefähr 30 pro Seite. Ja, dass ich halt ungefähr auf, ich glaube mit 105 Volt werden die jetzt angesteuert, habe ich gemessen am RMF-Ausgang. Mit 105 Volt in Reihe werden die LEDs jetzt betrieben. Und das sieht ja schon so aus, als ob die LEDs nacheinander angehen. Ne? Also dass die nicht alle mit einem Mal gleichzeitig angehen, wenn der Strompuls von der RMF-Charge-Schaltung drauf geht, sondern wenn die nacheinander geschalten werden. Oder was meint ihr? So, ich glaube, jetzt kommt die interessante Phase. Jetzt wird es immer schneller und schneller und heller und heller.
Ja. Na komm schon. Hey. Na komm. Dauert wieder um die 6 Minuten. Ah, endlich. So, das ist jetzt der Punkt, wo ich immer laienhaft dazu sage, es hat sich die Schaltung vollgeschwungen. Na, jetzt leuchtet sie mit einer Frequenz. Die kriegt jetzt so die Kamera jetzt hier so nicht mehr mit als Störung, will ich mal so behaupten. So, so schaut es aus, wenn man ziemlich nah ranzoomt und wenn man von weitem weggeht, ist das einfach nur ein richtig schönes buntes Arbeitslicht. Also mit dem Licht wird man nicht müde. Und sieht jetzt insgesamt, so wie sie jetzt leuchtet, 33 Watt. Gut, ich habe euch hoffentlich etwas Interesse dafür gemacht. Lustigerweise werden mit so einer ähnlichen Schaltung diese Plasmareaktoren in Gang gesetzt, wo man seit den 50er Jahren versucht, Helium mit Wasser zu fusionieren, damit man mehr Wärme rausbekommt, als man reinsteckt, um so unser Energieproblem zu lösen. Dort wird die Schaltung Meissner-Oszillator genannt, ne? Und scheint ganz gut zu funktionieren. Allerdings scheint in den letzten Jahren etwas auf der Überholspur zu sein, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Hier ist da von Laserfusion die Rede, wo es im Grunde geht, dass ein starker Laserpulse auf winzige Kügelchen, die den Fusionsbrennstoff enthalten, draufgefeuert wird. Und die Kügelchen explodieren daraufhin, es entsteht ein Rückstoß, der den Wasserstoff so stark komprimiert und erhitzt, dass eine Fusionsreaktion zündet. Hier unten haben sie es nochmal schön laienhaft dargestellt. Also das ist das Teil, wo sie seit 1950 dran forschen und immer sagen, in 50 Jahren sind wir soweit. Momentan ist der Stand, ich glaube, wieder 2050 sind wir soweit. Ne? Und das ist jetzt das Ding, was seit 2021 oder 22 da auf der Überholspur sein soll, das mit Laserstrahlen, ich glaube mal, Wasserkügelchen beschossen werden. Oder? Kann man das so interpretieren? Und als ich das gelesen habe, musste ich ganz stark an unsere Sonne im Wasserglas denken. Den Versuch wollte ich fast wieder aufbauen, hab's dann aber doch gelassen. Wir haben ja die Videos dazu, die verlinke ich euch hier unten nochmal, falls ihr die Sonne in Aktion sehen wollt. Weil es war mir dann doch nicht so ganz geheuer, als der Geigerzähler hier richtig verrückt gespielt hat und alle Frequenzen gestört hat. Allerdings musste ich bei dem Ganzen an den jetzt fast schon vergessenen Reed-Step abdenken. Erinnert ihr euch? Dieses Ding, was im Grunde eigentlich nur aus einer Spule auf einem Ferrit gewickelt besteht, einem sogenannten Zungenschalter auf Deutsch, Reed-Switch,
Auf Englisch. Nur die Diode, eine 1,2 Volt Batterie und einen Kondensator. Als mir das unser René, liebe Grüße an der Stelle an dich, vor Jahren, jetzt vielleicht sogar schon Jahrzehnte, erklärte, wies er mich explizit darauf hin, die Energie, die hierbei entsteht und in diesem riesen Kondi gespeichert werden kann. Ja, man kann man bis zu 150 Volt oder 200 Volt aus so einer 1,2 Volt Batterie rausholen, ziemlich energieeffizient. Die sollte man gefälligst drin lassen und sich hiervon auf diese Stelle konzentrieren. Da ist nämlich ein Schottky über dem Plasma. Also hier ist der Read-Switch und der Back-EMF, der jetzt praktisch hiervon entsteht, am Plasma direkt, den Back-EMF, darauf sollte man sich konzentrieren, glaube ich, hat er zu mir gesagt. Und die Energie, die durch den Back-EMF, durch die Spule entsteht, den soll man hier drin lassen. Und damit wird dann der Kondi immer voller und voller, bis er ein Maximum erreicht hat. Und dementsprechend ändert sich dann auch das Schwingverhalten von dem Plasma hier vorne drin oder dem Read-Switch sozusagen. Der wird jetzt voll. Und wenn der voll ist, bleibt der voll, den nimmst du auch nicht. Dann lässt du mal so. Jetzt geht die komischerweise wieder zurück in die Batterie. Jetzt habe ich hier eine Diode reingetan. Und da nimmst du eine schnelle. Du musst eine Schottky nehmen. Richtig Schottky. Eine Schottky. Eine kleine, die auf jeden Fall 200 Volt, die gibt es auch auf den Kran. Aber eine schnelle. Und jetzt tut sie hier. Leuchtdiode. In Reihe mit dir. Die Schottky ist nur dazu da, um die zu schützen. Ne? Und wenn du das machst, musst du komischerweise feststellen, dass die hell leuchtet. Wenn der voll ist und nichts mehr fließt, leuchtet immer die Diode. Dann spielst du noch ein bisschen in der Nähe zum Kern mit dem Riefhalter und so weiter, bis die ordentlich leuchtet. So, und das Komische ist, die Frequenz wird auch viel höher. So, und das Komische ist, die Batterie wird nicht weiter leer. So, jetzt waren die ganzen Jahre, habe ich da nicht weiter einen Fokus drauf gelegt, weil meine ersten Versuche sahen das so aus, dass ich habe hier eine LED dazu eingebaut, meistens, und die hat nur ganz, ganz kleines bisschen geleuchtet. Nun packte es mich neulich aber mal, als ich so einen Ferrit fand. Das ist jetzt kein Stabferrit, sondern hier so mit Loch, mit durchgängigem Loch, ihr seht. Und ziemlich lang, sodass man schön eine Spule draufwickeln kann. Und da habe ich jetzt einfach mal 100 oder 200 Windungen draufgewickelt. So instinktiv. Und habe mich daran gesetzt und habe momentan meinen bisher besten Read-Step-Up gebaut. Naja, egal. Jedenfalls, diesmal bin ich auf die glorreiche Idee gekommen. Ich frage mich, wieso ich da früher nicht drauf gekommen bin. Hier vorn einfach einen Puffer einzubauen, einen Kondensator einzubauen, der praktisch, seht ihr hier ist das die Schottky-Diode, diese grün-rote, da ist hier die Schottky-Diode, dass die praktisch die hohen Spannungsspitzen inzwischen ein bisschen zwischenpuffert, damit die LEDs höher, heller leuchten können. Weil wenn da eben nur ganz, ganz winzige Nadelpulse drauf sind, kann es schon logisch sein, dass die nur ein kleines bisschen glimmt und nicht richtig leuchtet. So, und so schaut es momentan aus. Ja, und ich würde sagen, die sind schon ordentlich da. Ne? Ihr habt es bemerkt, das sind solche Automatik-LEDs, also solche Rainbow-LEDs, die einen langsamen Farbwechsel haben.
Also der langsame Farbwechsel, der geht hier überhaupt nicht mehr. Da sind alle Farben mit einmal an. Nochmal. Ein kleines bisschen geht der Farbwechsel noch, aber nichts im 30-Sekunden-Modus. Und naja, der schaltet irgendwie alle Farben gleichzeitig rein, so wie es hier aussieht. Da war ich schon sehr euphorisch und habe gedacht, ach geil, endlich, endlich hast du es. Also die nächste Version gebaut. Größer, mit einer Schottky, die auch ein paar Ampere ab kann. Eine aus einem Netzteil bis 45 Volt geht die. Und was soll ich sagen? Also hier geht, das geht fast überhaupt gar nicht. Mal gucken, ob ich das überhaupt ankriege. Ich habe schon so oft damit rumexperimentiert, dass der Riet hier vorne schon fast festgebacken ist. Ja, okay. Also hier kann ich jetzt gerade euch gar nichts demonstrieren, doch ein bisschen schon. Ihr seht, hier habe ich jetzt geht es wieder nicht. Ist auch ein ganz anderer Ton. Ihr seht, hier sind die LEDs nur rot. Und wenn ich hier an diese Stelle einen Kondi anschließe, dann wäre er überhaupt nicht geladen. Ich habe alles Mögliche probiert, vom 100 Volt Kondi bis zum 10 Volt Kondi, alle möglichen Größen durch. Der wird einfach nicht geladen, obwohl die Diode funktioniert, die Schottky, und sonst alles exakt, also so vom Prinzip her, so aufgebaut ist wie hier oben. Da mache ich mir gerade ein riesengroßes Fragezeichen, wieso der Kondensator hier, das sind 10 Volt, 100 Mikrofarad, nee, 1000 Mikrofarad, 10 Volt, ein sehr alter, ja, also die in neuen Baugrößen ist ungefähr so ein Viertel so groß ungefähr, also das ist noch ein ziemlich alter, aber mit dem funktioniert es hier. Ja, ich möchte an der auch nichts weiter dran rumbasteln, ja, die möchte ich jetzt so hier als Anschauungsobjekt behalten. Dann habe ich mal eine Nadel im Heuhaufen gefunden. Das will ich nicht wieder kaputt basteln. Ja, vielleicht habt ihr da eine Idee dazu. Obwohl, ganz am Ende, auch hier muss ich noch mal eine kleine Warnung mit raushauen. Wir hauen mal unseren Geigerzähler an. Und bei dem ist das Zählrohr hier vorn drin. Ne? Und wenn wir den jetzt laufen lassen, also schon eindeutig. Ich habe hier einen Punkt gefunden. Ich glaube, hier ganz nah am Plasma ist es am heftigsten. Je näher das am Plasma dran ist, da spielt er dann irgendwie komplett verrückt. Jawohl, jetzt geht es richtig los. Jawohl. Und an allen anderen Stellen, ich muss jetzt nicht unbedingt demonstrieren, könnt ihr ja zu Hause mal machen, wenn ihr einen Geigerzähler habt. An allen anderen Stellen von der Schaltung ist das eben nicht so. Das ist nur hier vorne beim Plasma direkt an der Stelle. Und da frage ich mich dann schon, sind das Elektronen, die so sehr beschleunigt werden, dass es hier als Radioaktivität aufgezeichnet wird? Was ist denn Radioaktivität eigentlich? Sind das nicht eigentlich nur irgendwelche Energien, die eine bestimmte Geschwindigkeit haben, dass sie dann als solche deklariert werden? Naja, gut, okay. Das war das eine Gimmick. Und was mich auch noch verblüfft hat, ihr seht, ich habe das hier einfach mal hingestellt zum Probieren und hier nebenan geht ein Kabel. So, das Kabel ist eigentlich die Versorgung von meiner Repulsine, die jetzt gerade hier zur Wartung hier steht. Und die ist nicht angeschaltet, die muss man ja anschwingen. Und dann geht die hier runter in den USB-Verteiler. Und wenn ich den USB-Verteiler jetzt mal in die Steckdose stecke, dass er praktisch Strom hat. So. Okay. Er hat Strom. So, ist hier alles ganz normal, ne? Und ich müsste jetzt die Repulsine anwerfen. Das mache ich jetzt mal nicht. Also da hängt eigentlich keine Last dran. So, und wenn ich jetzt aber den Readstep ab einschalte. Seht ihr? Leuchtet da unten die LED, weil der da das Signal bekommt, dass irgendwelche Daten transportiert werden. Das finde ich auch noch ein tolles Gimmick dabei. Okay, so, mit den Bildern
Verlasse ich euch jetzt erstmal. Und ach nee, ganz am Ende. Ich habe doch noch eine kleine nette Info für euch, was auch ganz gut zu dem Thema passt hier. Ich habe noch ein schönes Video gefunden, was sehr gut zu dem Thema hier passt. Und zwar geht es da um diesen Menschen, ne, der hat es geschafft, 1992 eine blaue LED zu erfinden, was unsere jetzige Technik eigentlich erst möglich macht. Vorher ist ein jahrzehntelang hat es niemand geschafft, riesengroße Firmen Millionen in den Sand gesetzt. Niemand hat es geschafft, eine blaue LED zu machen. Ich wusste gar nicht vorher, dass das so wichtig ist. Also vielen lieben Dank für die Doku. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie gern in Deutsch machen, aber mal ein Aufruf an die Profis da draußen, das ist ja eigentlich nur Copy und Paste und ein bisschen übersetzen. Da könnt ihr euch echt mal dran machen. Das ist wirklich sehr interessant. Und dieser Erfinder von der blauen LED, ihr seht, was hier steht. So recently I started a company of nuclear fusion. Also, er geht jetzt in die Nuklearfusion. Was der wohl macht mit seinem Licht. Alles klar, so. Das nur mal als nette Info. Das Video verlinke ich noch hier unten. Ich wünsche euch was und bis bald. Damit gelang es am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien 2022 erstmals einen Nettoenergiegewinn zu erzielen. Die verschmelzenden Atomkerne setzten mehr Energie frei, als der Laser zuvor aus Wachskügelchen übertragen hatte. Kraftwerktauglich ist die Laserfusion allerdings noch nicht, da die gesamte Laseranlage für den Schuss etwa das 200-fache der erzielten Fusionsenergie aufwendete. Außerdem setzt ein Kügelchen nur etwa 3 Megajoule Fusionsenergie frei. Ein künftiges Kraftwerk müsste in schneller Folge viele Pulse auf viele Kügelchen feuern. Dafür ist modernere Lasertechnik als die am LLNL nötig. Weltweit arbeiten mehrere Startups daran, dieses Problem zu lösen. Okay, so, hier der Tipp von dieser Seite.